Rund 170.000 Tonnen Zink produziert Glencore Nordenham jedes Jahr. Das ist ungefähr die Hälfte der Produktion, die in Deutschland gebraucht wird, vornehmlich von der Stahlindustrie. Sie müssen wissen, ohne Zink geht nichts. Autos würden rosten, Windräder würden sich nicht drehen. Zink ist ein strategisches Metall, das überall gebraucht wird. Wir bei Glencore Nordenham, wir wollen grünes Zink machen. Wir arbeiten daran, Ressourcen, Stromquellen zu bekommen, die uns das ermöglichen, in 5 bis 6 Jahren CO2-neutral Zink zu produzieren. Bis dahin brauchen wir jedoch Zeit. In Deutschland sind die Strompreise extrem hoch. 140 Euro die Megawattstunde sind prognostiziert für nächstes Jahr. Konkurrenten von uns können in Korea, in Kanada, auch in anderen Stellen der Welt für 16, 17, 18 Euro produzieren. Damit sind wir nicht konkurrenzfähig. Ein Brückenstrompreis würde uns helfen, dass wir diese Zeit, bis es losgehen kann mit der grünen Energie, bis wir auf 100% grünem Zink sind und CO2-neutral, helfen, dahin zu kommen und dafür zu sorgen, dass wir hier in Deutschland weiter dieses strategische Metall produzieren können. Am Zink hängt viel. Die Stahlindustrie, aber auch die Gesundheitsindustrie, die chemische Industrie, fast überall wird dieses Metall gebraucht. Wer noch nicht begriffen hat, dass es strategisch ist, der sollte vielleicht gucken, welche Produkte er zu Hause hat, und er wird feststellen, in ganz vielen von ihnen ist Zink. In Deutschland wird Zink nach höchsten Sicherheitsstandards produziert, nach höchsten Umweltstandards produziert, nach höchsten Standards auch in der Qualität. Das Zink aus Nordenham gilt als eines der besten der Welt. Es ist auch weltweit gefragt. Die Hälfte der Produktion geht auch ins Ausland. Deshalb sichern Sie mit uns diesen Standort. 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hängen davon ab. Und es hängt auch davon ab, dass wir konkurrenzfähige Preise bekommen. Ein Industriestrompreis, ein Brückenstrompreis von 60, 70 Euro die Megawattstunde ist zwar noch nicht unbedingt das, was uns im Wettkampf mit der Konkurrenz nach vorne bringen würde, aber es hilft uns zu überleben, um diese wertvolle Anlage hier zu erhalten.